Ja, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute kümmern wir uns mal um den Zylinderkopf, den werde ich jetzt zerlegen. Wollte ich eigentlich nicht machen, aber dann dachte ich mir, komm, machen wir. Ich habe nämlich einen kompletten Zylinderkopfdichtungssatz. Und zwar hier, das ganze Zeug hier. Wäre natürlich zu schade, das alles nicht zu verwenden. Und ich denke mal, einige von euch wird das auch interessieren, wie man so einen kompletten Zylinderkopf zerlegt. Das alles wieder dann zusammenbaut mit neuen Dichtungen etc. Und deswegen habe ich mir eine Systemablage besorgt, wo ich das alles natürlich vernünftig auch drauf ablegen kann, ohne Teile zu vertauschen. Den Link dafür findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. Wie gesagt, Zylinderkopf werden wir jetzt zerlegen und einmal alles schön sortieren, reinigen. Danach werden wir uns um die Zündkerze kümmern, wo ich euch ja schon mal Bescheid gesagt habe, da die ja weggegammelt ist. Und das alles gestaltet sich natürlich einfacher, wenn der Kopf komplett leer ist, wenn da nichts dran ist. Wir werden den Kopf natürlich auch dann reinigen. Das gestaltet sich natürlich auch einfacher, wenn alles raus ist, werden wir den in der Wanne halt, wie gesagt, einmal schön reinigen, damit er vernünftig sauber ist. Die Zündkerze im Anschluss dann ausbauen, bohren, hämmern. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Viel Spaß. So, und zwar zu Beginn müssen wir natürlich die Nockenwellen einmal ausbauen. Dafür müssen die Nockenwellenräder ab. Alle Lagerböcke von den Nockenwellen müssen gelöst werden. Die legen wir dann zur Seite und nehmen dann halt die Nockenwellen raus. Bevor wir diese rausnehmen, müssen wir am Sensor hier hinten noch ein paar Markierungen machen, damit wir den danach auch wieder richtig einbauen, um halt eine gewisse Grundeinstellung zu machen. Denn hier drüber stellt man den Zündzeitpunkt auch ein, was wir natürlich im Anschluss, wenn der Kopf wieder drauf ist und alles, wieder vernünftig einstellen müssen. Deswegen mache ich hier gleich einmal kurz sauber, mache mir mit dem Edding ein, zwei Markierungen, damit wir das dann wieder möglichst genau draufsetzen können, um zumindest eine Grundeinstellung zu haben. Zu Beginn montieren wir halt die Nockenwellenräder ab. Hierfür nehmen wir uns dann einfach einen 24er Maulschlüssel, um die Nockenwelle hier festzuhalten, und dann lösen wir einfach mit dem Schlagschrauber die Schraube, die das Nockenwellenrad fixiert. So, ist gelöst. Dann nehmen wir direkt die andere auch. Und auch gelöst. Dann nehmen wir das einfach mal zur Seite. Drehen die Schrauben hier raus. Ziemlich lang, die Dinger. Und hier kann man gut sehen, dass wir da eine Kerbe haben, die das Nockenwellenrad auf der Nockenwelle fixiert. Hier sieht man das ganz gut. Wie gesagt, das E muss nach oben stehen. Ich habe mir hier extra die Markierung blau gemacht, wo das OT dann halt ist später. Das legen wir dann erstmal zur Seite. Und zwar, wenn das alles auf die Systemablage geht, bauen wir das genau 1:1 rüber. Das heißt, ich lege mir das Nockenwellenrad auf die Seite. Das andere werden wir dann einfach daneben legen. So. Auch hier mit der Markierung einfach dann dahin. Die Schrauben können wir hier reinlegen. 1 und 2. So. Dann wissen wir, dass die dazugehören. Dann machen wir uns einmal jetzt hier hinten die Markierung. Dafür müssen wir das einmal hier oben ein bisschen sauber machen. Das sieht man ja schon ganz schön, dass wir hier so einen Pfeil haben und hier eine Kerbe. An sich in Ordnung. Ne, aber wenn man es vergisst, wie gesagt, einfach hier eine Markierung machen. So, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es in der Position wieder rein muss. So, und dann geht es darum, wir müssen hier dieses Blech noch entfernen. Das sind diese ganzen 10er Schrauben, die hier drumherum sind, damit wir einmal ein bisschen besser da dran kommen. Dafür nehmen wir uns einfach einen 10er Steckschlüssel, lösen die alle mal an. So, und dann können wir die Schrauben auch hier schon rausschrauben. Die legen wir uns auch einfach hier rein. So müssen wir später einfach nicht überlegen, wo die Schrauben rauskommen. Sondern man hat sie ja einmal abgelegt und weiß ja dann auch im Nachhinein, wo die Schrauben dann wieder hinkommen. Die Simmerringe werden wir natürlich tauschen. Deswegen ziehen wir die jetzt gleich als nächstes raus. Denn das wäre ja total ärgerlich, wenn wir den dann einbauen. Und kurze Zeit später sind die Simmerringe undicht. Das wäre halt nicht so super.
So, wie wir sehen, hat jetzt genau gepasst. Das Blech hier weg. Das legen wir uns auch einfach mal zur Seite. Hier haben wir den Schlauch, den lege ich jetzt einfach mal hier runter. Das ist jetzt egal. Und wie gesagt, dann haben wir jetzt hier die Simmerringe. Wir müssen die hier vorher einmal ja entfernen. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt Spezialwerkzeug. Da können wir uns eine Bauschraube reinjagen, vielleicht auf beiden Seiten. Und dann können wir den Simmerring schön raushebeln. Das zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Und zwar habe ich hier so schöne selbstschneidende Schrauben. Die setzen wir jetzt einfach mal an. So, und hier auch noch eine rein. Hält nicht so richtig, deshalb so wild. Dann versuchen wir es einfach mit einer, gucken, ob wir den hier rausbekommen. Ah, wunderbar, eine Schraube reicht da auch vollkommen aus. So, bei der anderen Seite machen wir einfach genau das gleiche: Schraube reindrehen, rausziehen, und dann können wir an die Lager der Nockenwelle gehen. So, ich habe den Zylinderkopf einmal umgedreht, weil wir jetzt einmal hier dran müssen. Das heißt, zwei Schrauben hier oben, eine Schraube hier an der Seite, lösen, abziehen und dann weitermachen. So, hier können wir schön sehen, dass das Teil mit den beiden Zapfen in die Nockenwelle reingreift. Das ist hier beweglich, deswegen sollte man das natürlich nicht verstellen. Hier ist aber eine Kerbe, wo man schön das alles einstellen kann. Das lassen wir jetzt auch so und legen das Ding einmal zur Seite. So, dann haben wir hier den Lagerbock von dem Teil. Ich schraube es ein bisschen fest. So, das heißt, es ist ja auch alles mit Dichtungsmasse festgeklebt, damit das auch vernünftig abdichtet. Sollten wir natürlich im Anschluss auch nicht vergessen. Das ganze Teil sitzt hier auf der Einlassseite, deswegen sollten wir den Bock auch in unserer Systemablage auf die Einlassseite legen. Ja, anschließend können wir anfangen, unsere Lagerböcke zu entfernen. Dafür gehen wir von innen nach außen im Kreis, lösen die alle einmal an und schrauben die dann raus und legen die schön auf unsere Ablage. So, und dann können wir unsere Lagerböcke einfach abnehmen, mögen ein bisschen festsitzen, zack, und legen die dann in unsere Systemablage. So, nehmen die anderen Lagerböcke auch raus. Alles schön hier reinlegen. So, und haben dann die Nockenwelle auch schon in der Hand. So sieht sie aus. Die legen wir uns einfach hier oben drauf. Zack. Beziehungsweise wenn der Pin oben ist, wissen wir, das ist der OT vom ersten Zylinder, also der Pin hier zeigt nach oben. Dann haben wir hier die ganzen Hydrostößel. Die nehmen wir auch einfach raus und setzen uns die auch in die Systemablage rein. So, eins. Ja, würde ich sagen, Nockenwelle, erster Zylinder und Hydrostößel sind raus. Jetzt machen wir erstmal die Nockenwelle der Auslassseite noch, weil wir danach dann die Ventilfedern ausbauen müssen und dann die Ventile auch. Ja, hierzu gleiches Spiel nochmal. Alle Lagerböcke einmal lösen.
So, Nockenwelle raus. Auch hier einfach ablegen. Und dann wieder die Hydros. Zack. So, und damit hätten wir das Gröbste schon mal erledigt. Dann geht es weiter, und zwar müssen wir mit geeignetem Werkzeug die Ventilfedern runterdrücken, die Ventilkegelhälften hier rausholen, damit wir dann die Feder halt rausnehmen können und unten dann im Anschluss die Ventile auch rausziehen können. Dafür muss ich mir jetzt erstmal ein bisschen Platz hier schaffen, und wir sehen uns gleich. So, und zwar habe ich hier so ein schönes Werkzeug. Das ist ein kompletter Koffer. Wir nehmen diese beiden Böcke, befestigen die auf unserem Zylinderkopf, schieben die Stange hier durch, können dann mit diesem Hebel hier und dem Aufsatz die Ventilfedern runterdrücken, um die halt zu spannen. Dann können wir die Ventilkegelhälften, die ja die Federn festhalten, rausnehmen, die Ventilfedern wieder entspannen, und dann können wir die ganz bequem einfach rausholen. Ich baue das jetzt hier mal zusammen und dann können wir auch direkt loslegen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier mit dem Ventilfederspanner funktioniert. Und zwar habe ich hier die beiden Böcke montiert, diese Stange hier durchgeschoben, und dann haben wir hier so einen Hebel, den man hier einspannt und dann das ganze Zeug runterdrückt. Damit gehen wir direkt hier auf die Ventilfeder, gucken, dass wir natürlich nicht die Ventilkegelhälften mit runterdrücken, und drücken den ganzen Samon hier runter und müssen halt zwischendurch mal mit so einer Zange von hinten das Ventil festhalten, damit sich das hier einmal kurz löst. Das ist nämlich alles ziemlich fest auch hier. Da muss man natürlich immer ein bisschen Geduld mitbringen bei so einer Arbeit. Das ist halt nicht mal eben alles gemacht. So, jetzt. So, jetzt hat sich das Ventil hier gelöst. Wir müssen das immer noch auf Spannung halten. Die Ventilkegelhälften sind jetzt frei. Und jetzt müssen wir einfach mit so einem Magneten hier reingehen. Gucken, dass wir die Ventilkegelhälften hier rausbekommen. Hier haben wir schon mal eine. Zur Seite. Zack. Und dann gucken wir, dass wir die zweite noch bekommen. Und hier ist dann die zweite. Und dann können wir das alles entspannen. Hier rausnehmen. Und dann die Scheibe rausnehmen. Sowie die Feder. Und dann hätten wir das auch geklärt. Ich habe den Zylinderkopf, der ist ja recht fest hier, habe ich durch die Zündkerzenschächte mit zwei Schrauben fixiert. Also Unterlegscheibe, Schraube, einmal durchgejagt in die Arbeitsplatte rein, damit sich das alles hier auch nicht wegdreht. Weil sobald ich natürlich mit dem Hebel hier runter drücke, dreht sich der ganze Zylinderkopf mit. Im eingebauten Zustand ist das natürlich alles einfacher, so ein bisschen. Aber so wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das funktioniert, wenn der Kopf auch ausgebaut ist. Wie gesagt, einfach durch die Zündkerzenschächte oder durch die Zünderkopfschraubenschächte zwei Schrauben über Kreuz oder so mit Unterlegscheiben einmal reinjagen, nicht zu festballern natürlich. Ja, und das ist das. Dann nehmen wir unsere Ventilfeder, also von dem Ding, das ist jetzt Einlassseite, erster Zylinder, zweiter Zylinder, Position 4, und legen das wieder auf unsere Ablage, damit wir da auch nichts verlieren. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Nehmen die nächste. Versuchen hier irgendwie das Ventil wieder zu greifen. So, auch los. Wieder mit unseren Magneten rein. Eine Ventilkegelhälfte. Die zweite Ventilkegelhälfte wieder entspannen. Die Scheibe hier wieder rausnehmen. Die Ventilfeder. Zack, wieder draufsetzen.
und auch wieder schön auf unsere Ablage, auf Position 5. Ja, und ich kümmere mich jetzt hier einmal um den Rest. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Seite komplett fertig ist. Die ganzen Ventilfedern alle raus, müssen wir uns um die Ventilschaftdichtung kümmern. Die werde ich natürlich auch erneuern. Deswegen Zange, so eine Spezialzange dafür. Und ja, Ventilschaftdichtung halt einfach rausziehen. Dafür da drüber gehen, gucken, wo die endet, die Ventilschaftdichtung. Ein bisschen drehen. Und schon haben wir eine in der Hand. So sehen die Dinger aus. Die kommen alle neu. Wie gesagt, ich ziehe jetzt alle raus. Und dann haben wir die Ventile auch komplett frei auf der Seite. Dann drehen wir den Kopf einmal um und kümmern uns um den Rest. So, Ventile sind alle frei. Man könnte jetzt sogar ein bisschen drin hier rumspielen. Die gehen nach oben, nach unten. Ja, die Ventilschaftdichtungen sind halt dafür da, um den Zylinderkopf, also den oberen Teil und den unteren Teil halt abzudichten. Das heißt, wir haben da ein Ventil, das sitzt in der Ventilführung und das hier dichtet halt zur Ventilführung hin ab, damit uns halt kein Öl da reinläuft. Oft hat man das dann halt irgendwann, dass der während der Fahrt Öl verbrennt, aber nicht verliert. Und meistens liegt es dann halt an diesen Dichtungen, dass die halt nicht mehr gut sind und müssen dann halt getauscht werden. Da in dem Satz neue Ventilschaftdichtungen drin sind, werde ich die natürlich auch mit erneuern. So, es geht weiter. Die andere Seite ist jetzt noch fällig. Ich habe das jetzt einmal ein bisschen kurz umgebaut. Ja, wie gehabt, Ventilfeder runterdrücken, das Ventil einmal irgendwie entspannen, damit wir die an die Ventilkegelhälften drankommen. Diese dann mit Magneten wieder rausziehen und schön auf unsere Ablage legen. So, haben wir die ganzen Ventilfedern auf der Seite raus. Machen wir hier genau das gleiche wie vorhin.
Und zwar ziehen wir die Ventilschaftdichtung raus. Ich muss jetzt hier, weil ich den ja befestigt habe, den Kopf, muss ich jetzt einmal die beiden Schrauben lösen. So, die sind beide los. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wenn ich den jetzt hochhebe, kommen mir die ganzen Ventile schon entgegen. Deswegen müssen wir uns jetzt einfach mal die Position merken. Das heißt, hier ist Ventil Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die werden wir auch nacheinander hier in der Systemablage dann reinlegen. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass sie jetzt aussieht. So, ich versuche die mal wieder reinzudrücken hier. Jetzt schon wieder so, ja. Gar nicht so einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das 8. Ventil ist dann hier. Zack. Und die sortieren wir uns jetzt hier schön auch direkt nacheinander ein, damit wir die nicht vertauschen. So, die Schraube hier wieder raus und die andere auch. Unterlegscheibe ist hier noch irgendwo drin, da. Zack. So, und damit ist der Kopf von oben zumindest komplett zerlegt. Da ist jetzt eigentlich nichts mehr drin, außer die Ventilführung. Jetzt wollen wir den einmal hier so drehen. Dann sehen wir, da ist auch nichts mehr. Nur die Reste von der Zylinderkopfdichtung. Ich baue jetzt den Flansch hier an der Seite noch ab. Und dann bin ich durch mit dem Thema hier. Ja, das war's. Der Zylinderkopf ist soweit zerlegt. Wie wir hier schön sehen können, auf der Systemablage liegt alles wunderbar in Reihe und Glied. Das ist nämlich eine schöne Übersicht. Man kann sich das natürlich auch alles irgendwie so schön nebeneinander legen. Aber das ist, glaube ich, eine super Option. Wenn man das Ding jetzt nicht bewegt, bleibt alles an seinem Platz. Wir verlieren nichts mehr und können dann einfach wieder alles eins zu eins wieder rüber wechseln und wieder einbauen. Ich würde sagen, schön, dass ihr dabei wart. Im nächsten Video reinigen wir den Ventildeckel einmal und bauen den wieder zusammen. Also wie gesagt, weil das Video ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich lang geworden und ich will da jetzt nicht irgendwie eine Stunde zwei draus machen. Das guckt ja eh keiner dann. Wie gesagt, im nächsten Video einmal die Reinigung und der Zusammenbau wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.